Hallo und willkommen zurück bei Pretty Old Pixel beim Replay von Mega Man 2. Wir haben mittlerweile 5, diesmal richtig gezählt, der Robot Master besiegt und müssen uns jetzt aus den verbliebenen 3, Bubble Man, Heat Man und Metal Man, einen aussuchen, den wir mit dem Quick Boomerang möglichst gut bekämpfen können. Boomerang unter Wasser wahrscheinlich nicht, gegen Heat Man sieht so aus, als wenn die beiden sich irgendwie gegeneinander gut einsetzbar wären. Das heißt, wir nehmen uns jetzt mal Metal Man vor. Was hier so ein bisschen nach Dr. Spiegel aussieht, den er vom Kopf hat, soll eigentlich ein Kreissägeblatt sein. Und hier kommen wir jetzt zu der Stage, die ich damals am häufigsten gespielt habe, glaube ich. Einfach weil sie ist vom Design her gut gemacht, sie ist vom Sound her die beste Level-Melodie, die Mega Man 2 zu bieten hat, meiner bescheidenen Meinung nach. Und es ist ein recht fairer Level, also er ist schön gebaut mit den Förderbändern. Es gibt doch einmalige Gegner hier, die auch im späteren Spielverlauf nicht mehr auftauchen. Und ja, das ist einfach. Es hat am meisten Spaß gemacht damals. Ganz kurz gesagt. Gegen diese Stacheln, die hier von der Decke fallen, können wir nicht ganz viel machen, da können wir nur ausweichen. Und hier kommen wir jetzt in einen Bereich, wo man auch sieht, dass das von der Darstellung her an die Grenze geht, weil alles am Flimmern ist. Und hier haben wir jetzt noch solche Bohrer, denen wir ausweichen müssen. Die sind auch wieder sehr praktisch, um Power-Ups zu farmen. Und zu Anfang, also früher habe ich mich, das hat ewig gedauert, bis ich mich hier durchgeschossen hatte. Und wie man es auch sieht, wenn man jetzt hier welche abschießt, die kommen halt immer wieder. Was ich damals halt auch nicht wusste, das NES hat immer eine begrenzte Anzahl von Sprites, die es zeichnen kann. Das heißt, wenn man die einfach nicht abschießt, dann kommen auch so schnell keine neuen. Und dann wird der Spielabschnitt erheblich einfacher. Beziehungsweise einfacher nicht ganz, aber bald schneller. Also wenn man hier schnell durchkommen möchte, ich glaube bei Speedrun oder sowas, da wird man sowieso nur durchlaufen und sich treffen lassen. Aber es ist einfacher, sie nicht alle abzuschießen. So, schadenfrei durchgekommen. Und wir haben noch eine Möglichkeit, einen Energietank zu kriegen. Haben wir den? Ja, wir haben schon 4. Ja, geht gar nicht, aber egal. Der Vollständigkeit halber nehmen wir den noch mit. Ach, nee, ein Leben war es. Egal. Hier wurde ich doch noch einen Energietank. Ja, man kann leider nur 4 mitnehmen. Wenn man den benutzt, füllt er einem halt das ganze Leben wieder auf. Also sollte man benutzen, wenn man kurz vor tot ist. Ich denke aber, in die Nähe werden wir gar nicht so schnell kommen. Hier noch ein Gegner, der, glaube ich, in späteren Spielen nicht wiederkommt. Ein Leben. So ein Clown, der da auf dem Zahnrad dann rumläuft und auf einen zuläuft. Man kann sie beide erlegen. Ich glaube, es ist immer einfacher, das Zahnrad wegzuschießen, als den Clown da drauf, weil dann rollt das Zahnrad halt weiter. Und wenn man das Zahnrad erwischt, fällt der auch weg. Hier kommen wieder unsere altbekannten Säulen, die aber diesmal gar nicht weiterlaufen können, weil sie in so ein Loch reinfallen. Also, ja, kein wirklich gefährlicher Gegner. Hier könnten wir uns jetzt noch den Tank holen. Wir haben eigentlich schon alle. Ja gut, komm, nehmen wir noch mit, auch wenn es eigentlich an der Stelle sinnlos ist. Und extrem sinnlos, wenn man dabei ins Loch fällt. Gut, wir haben eben ein Leben zu viel gefunden. Können so noch ein bisschen die Musik genießen. Es kommt halt auch noch hinzu, es tut einem häufig gar nicht mal leid, dass man draufgegangen ist oder gestorben ist, sondern das Leben haben wir auch wieder. Sondern es macht noch Spaß, dann weiterzuspielen. Also das ist die Tode sozusagen oder das Abstürzen hier, das ist in diesem Fall gar nicht so frustrierend. Weil man weiß dann ja meistens auch, dass man halt Mist gebraucht hat. Ach komm, diesmal lassen wir's. Ja. Nee. So, geht doch.
Jetzt nehmen wir noch das Item 2, um hier wieder zu flüchten. Hätten das gerade auch aufladen können, aber ach, das kommt noch weit genug. Achso, die Gegner hier, da habe ich noch nicht so viel von gezeigt. Die sind auch in mehreren Stages zu finden. Die bewegen sich halt schneller, wenn man sich genau auf ihrem Level befindet. Und wenn man getroffen wird... Oh, der ist rausgeglitscht. Wenn man getroffen wird, dann schießen die die Köpfe so hoch mit so einer Springfeder. Los. Können wir das nochmal demonstrieren hier? Wo ist denn hier ein... die Gegner spawnen übrigens nicht immer wieder. Doch, der. So, so ein... Oh, jetzt sind zwei. Also, macht nicht so viel Schaden, aber haben eine schöne Animation, wenn man denn getroffen wird. So. Wir sind schon wieder durch den Level durch, schnappen uns den Quick Boomerang und starten jetzt Metal Man einen Besuch ab. Was eigentlich schade ist, dass wir die Musik nicht weiter haben. Nun ja. Der Haken am Boomerang ist jetzt allerdings, also wenn wir springen, ab und zu ändert, ändert sich hier die Richtung des Laufbandes. Und Metal Man selber schießt, oh, ein sehr fairer Gegner, er schießt nur dann, wenn wir es auch tun. Oder wenn ihm langweilig ist. Das Dumme daran ist nur, dass unser Quick-Boomerang jetzt wirklich so eine schöne, so einen Boomerang-Weg macht und wir gar nicht dicht genug dran sind. Also, oh Mann. Da bin ich heute aber immer echt schlecht. Naja, gut. Doch noch geschafft. Also mit den normalen Schüssen ist er fast besser zu treffen, weil die halt über die gesamte Bildschirmbreite gehen und mit dem Quick-Boomerang ist es eigentlich fast schon ein bisschen schwerer. Aber er braucht dann halt weniger Treffer. Zum Dank erhalten wir jetzt diese Metallsägeblätter mit Metal Blade, was er eben geworfen hat. Dazu so eine beige-grüne Optik und ja, damit würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Level wieder. Wir schauen mal, ob wir damit Bubble Man oder Heat Man noch einen Besuch abstatten. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss!